Im Winter besuchen den unteren Niederrhein ca. 200.000 Wildgänse, um hier zu überwintern. In dem milden Klima finden sie auf den Wiesen ausreichend Nahrung. Im Frühjahr kehren dann die Bläss- und Saatgänse wieder in ihre arktischen Brutgebiete zurück. Silberreiher sind in den letzten Jahren bei uns immer häufiger anzutreffen. Gerne vergesellschaften sie sich mit den Wildgänsen, da diese beim Äsen Insekten und Mäuse aufscheuchen, die dann von den Reihern erbeutet werden können. An geeigneten Stellen kann man im Winter den Raubwürger antreffen, der dann den Mäusen nachstellt. Im März wandern die Grasfrösche aus den Wäldern zu den Tümpeln, um dort zu laichen. Die Eisvögel finden sich auch in ihrem ausgewählten Brutgebiet ein. Wenn dann die Paarbildung gefestigt ist, wird mit dem Bau der Bruthöhle begonnen. In dieser Zeit kommt es immer wieder zu Balzfütterungen. Schlüsselblumen verzieren den Bachlauf.
Die Wasseramsel hat bereits Junge zu versorgen und sucht im Bach tauchend nach Nahrung. Wasseramsel kurrt auf einem immer wieder angeflogenen Stein. Die Graureiher bauen oft ab Mitte Februar ihre Nester. Der Brutbetrieb zieht sich dann bis in den August hinein. Während einige Paare noch an ihren Nestern bauen, haben andere Paare bereits Junge zu versorgen. Eine Paarung der Graureiher. In der Graureiherkolonie haben sich seit einigen Jahren auch Kormorane für ihr Brutgeschäft niedergelassen. Nach den Tauchgängen der fischjagenden Kormorane muss dieser sein Gefieder an der Luft trocknen, da er nicht über das schützende Bürzelfett anderer Wasservögel verfügt. Zur Brutzeit tragen Kormorane diese weißen Schmuckfedern. Einige Graureiherpaare bauen Mitte April noch an ihren Nestern. Andere Paare versorgen bereits ihren Nachwuchs. Thank you.
Ein farbenprächtiges Mandarinenentenmännchen. Das schlicht gefärbte Weibchen der Mandarinenente. Die Kanadagänse sind in großer Anzahl im Ruhrtal anzutreffen. In einem Steinbruch zieht ein Uhu-Paar seine drei Jungen groß. Im Kormoran-Nest sind jetzt auch Junge zu versorgen. Unaufhörlich betteln die jungen Kormorane die Altvögel an, bis diese den Futterbrei hochwürgen. Um an den Futterbrei zu gelangen, tauchen die Jungen tief in den Schlund der Eltern ein.
Zwei Flussuferläufer durchstreifen kurz die Graureiherkolonie. Der üblicherweise sehr versteckt brütende Zwergtaucher hat diesmal sein Nest frei auf einem Teich gebaut. Ein Trupp Mandarinenenten durchquert das Ufergehölz. Ein Haubentaucherpaar versorgt hier seine Jungen mit kleinen Fischen. Ein Ei wird im Nest noch bebrütet.
Kleine Federn aus dem Brustgefieder der Altvögel werden den Jungen gereicht. Die Federchen umwickeln dann die Gräten der verfütterten Fische und verhindern so eine Verletzung der Küken. Auch die Blässhühner haben Junge zu versorgen. Aufgeregt stellt der Haubentaucher seine Haube auf und beobachtet die Krähen, die gerne das Nest der Haubentaucher ausrauben würden. Nachdem alle Eier der Haubentaucher ausgebrütet sind, schwimmt die Familie auf dem freien Wasser. Die Küken werden im Gefieder der Eltern getragen.
Kornblumen am Feld rein. Auffallen die intensiven Farben der Sporen. Sandlaufkäfer auf Insektenfang. Ende August bereiten sich die Störche auf den Zug in ihr Winterquartier nach Südafrika vor. Laubfrösche klettern an warmen Tagen gerne in Sträuchern hoch, um sich zu sonnen und um Insekten zu erhaschen. Der Baumfalke füttert seine fast flüggen Jungen mit Vögeln und gerne auch mit Libellen. Thank you.
Die jungen Baumfalken trainieren ihre Flügel für das baldige Ausfliegen aus dem Nest. Parasolpilze. Die Wespenspinne hat ein Insekt gefangen und wickelt es ein. Nach und nach wird das Insekt dann ausgesaugt. Bis zum weiteren Verzehr wird das eingewickelte Insekt im Netz aufgehangen. Daneben der typische Zickzackfaden im Netz der Wespenspinne. Am frühen Morgen findet man im Spätsommer die taubezogenen Netze der Spinnen. Der kleine Fuchs. Im Bauch der Krautspinne befindet sich der Nachwuchs. Im Herbst erscheinen am unteren Niederrhein wieder unsere Wintergäste.
Auch die Pfeifenten versammeln sich. Ein Löffelentenpaar. Eine Schnatterente.